Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute stelle ich euch die Deluxe Box von Crystal F's neuem Album Narben vor. Ja, die wurde sich von euch gewünscht, dass ich sie mal vorstelle. Und dann mache ich es doch einfach auch mal. Link zu diesem Messer in der Videobeschreibung, Link zu dieser Box und dem MP3-Download des Albums ebenfalls. Erwerbt es euch legal und kauft es nicht illegal. Beziehungsweise ladet euch es nicht illegal runter. Nun, es wurde sich gewünscht, ich habe noch nie in meinem Leben einen Song von Crystal F gehört und ich habe auch den Namen, ehrlich gesagt, vorher noch nie gehört. Deswegen werde ich vollkommen unvoreingenommen jetzt an die Sache rangehen und die Sachen so bewerten, ja, wie die Gedanken mir halt in den Kopf schießen. Ich hoffe, euch wird das gefallen. Ja. Crystal F. Narben. Ein Ringordner verbirgt sich hier, beziehungsweise sieht so aus. Crystal F. Narben. Federal was auch immer of Justice. Okay, FBI File Copy. Reconstructed from damaged documents. Warning. Federal Bureau of Investigation Department of Justice. Interessant. Und hier die feinsten Akten. Also die Box sieht aus wie ein, ja, Aktenordner. Habe ich noch nicht gesehen. Interessant. Qualität auch ist nicht schlecht. Oh. Das ist ja mal was Neues. Ich muss das nur noch aufkriegen. Oh, Junge. Dafür gibt's das Messer. Was zum verteufelten Rafiction Production. Also Rafiction habe ich schon gehört. Ein Panzer ist hier zu sehen. Das sind solche Handschuhe, wie meine Oma verwendet hat, immer im Garten oder meine Mutter, um das Klo zu säubern. Interessant. Okay. Cool, die passen wie angegossen. Naja, der andere sieht genauso aus, nur halt für die rechte Hand. Riechen etwas, aber nicht so schlimm. Dann Narben, Bild- und Tonmaterial. Wieder eine FBI-File-Copy. Die Texte. Ah, die CD. Nee, Narbenhörbuch. Das sieht ja richtig krank aus. Mit diesen Blutspritzern. Erinnert mich an Dexter. Beste Serie. Okay, ein Hörbuch. Das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Sehr cool. Also sowas habe ich auch noch nicht in der Rap Deluxe Box gefunden. Das ist ein Aufkleber, der nicht scharf wird. Ich drehe durch. Mit dem Motiv einer genähten Wunde. Das ist wirklich nicht schön. Aber naja, was entsteht aus einer solchen Wunde? Eine Narbe. Das passt durchaus dazu. Dann haben wir hier ein Poster. Oh, Rückseite unbedruckt. Und auf der Vorderseite finden wir diesen Mann hier auf einem elektrischen Stuhl. Es handelt sich dabei um den Interpreten, wie ich mal vermute. Ein bärtiger Ehrenmann. Ja, das ist ein Bild, das ja durchaus an die Wand eines Zimmers gehören könnte. Gefällt mir. Hat auch durchaus eine Aussage dahinter. Man beachte den Gesichtsausdruck. So würde ich auf jeden Fall auch auf dem elektrischen Stuhl sitzen, während ich auf mein Urteil warte. Nices Poster, schöne Größe und gute Qualität. Ein weiterer Aufkleber. Rafiction Productions mit einem Panzer. Die Instrumentals. Ja. So. Ist immer nicht so einfach. Okay, diese Handschuhe sind nicht so griffig wie gedacht.
Instrumentals, auf jeden Fall krasses Cover. Junge, Junge. So sieht die CD aus. Cooles Design, durch und durch. Und dann haben wir noch die CD. Also die Haupt-CD. So. Ja, an dieses Bild kann ich mich erinnern, als ich es vorbestellt habe. Na gut, das ist ja kein klassisches Cover jetzt hier. Okay. Narben von Crystal Love. Narben. Und die Songs sind 13 an der Zahl. Features: Swiss, Basti, Trailer Park, Tamash oder Tamas, Arbok 48 und Craig Klaus. Was zum Teufel? Naja. Ich werde mir das Album auf jeden Fall mal reinziehen, denn Musik von Leuten, die ich überhaupt nicht vorher kenne, ist immer eine gute Chance, einen neuen Rapper kennenzulernen, der mir gefällt. Na, kriegt das Ding hier kaum raus. Ich war wahnsinnig. Komm, komm, komm. Ja, endlich. Oh. Nun, Booklet. Willkommen zu Hause. Wo ist der Duden? Wo ist der verdammte Duden? Ich finde ihn nicht. Ist das so richtig? Das ist doch nicht richtig. Ach, egal. Ja, also ein gut aussehender Mann. Das könnte durchaus ich sein. Das ist eine Handelbank. Das ist auf jeden Fall ein besserer Ort als der elektrische Stuhl. Ja, und er ist schon wieder dort. Das ist nicht schön. Ich danke meiner Frau für die Unterstützung und die Rückendeckung in allen Lebenslagen. Ich danke dem ganzen Team, das an diesem Album mitgearbeitet hat. Grüße an meine Katzen, nice. Ich widme dieses Album allen Opfern von Mobbing, häuslicher Gewalt, Missbrauch und allen, die ihre Narben nicht nur auf der Haut, sondern auch im Inneren, auf der Seele tragen. Im Inneren wird groß geschrieben, denn in dem Inneren. Ach, naja. Ich widme dieses Video allen Leuten mit LRS, die ihre Narben nicht nur. Ach, was zum Teufel. Naja, okay, der Eindruck eines männlichen Mannes ist hier leider weg. Okay. Ja, ich weiß, ich habe gute Reden, mich hat noch niemand verletzt, ich habe keine Narben, deswegen kann ich so arrogant drüber reden und mich über die anderen lustig machen. Nein. Quatsch. Ich respektiere natürlich alle Menschen und die Narben tragen, die tun mir echt leid. Naja, egal. So. Was habe ich für einen Eindruck des Rappers gewonnen, ohne jemals einen Song gehört zu haben? Ja, er macht Musik für Opfer. So habe ich das jetzt verstanden. Jedenfalls sagt er das ja selbst aus. Mehr oder weniger. Ich will mit diesem Album allen Opfern. Ha! Nee, Witz. Natürlich nie böse gemeint. Jetzt beurteilen wir nochmal die Box objektiv. Dieser Handschuh ist übrigens relativ schlecht atmungsaktiv. Ich schwitze hier drin sehr stark. Naja, gut. Für alle Gärtner ist das auf jeden Fall eine gute Box. Die haben hier was zum praktischen Gebrauch. Was den Wert angeht, das ist auf jeden Fall mal was anderes hier mit dem Hörbuch. Bin ich ja mal gespannt, was da drin steht. Ich hoffentlich nicht irgendeine weinerliche Scheiße von irgendwelchen Sachen, dass man sich... dass man drüber stehen soll über die Sachen, die Leute über ihn erzählen oder so. Und, naja, ihr wisst ja, wie das ist. Zum Glück bin ich kein Opfer von Mobbing. Mobbing ist viel geiler. Shoutout an Jasko und Majo. Ja. Die Box ist einzigartig auf jeden Fall. Hörbuch war noch nie drin. Ein paar Gartenhandschuhe waren auch noch nie in einer Deluxe-Box. Die Aufkleber sind cool. Album, Poster ist cool. Ja, Album und Booklet. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Und ich mag die Box. Bin mir jetzt nicht sicher, was sie gekostet hat. Viel ist sie nicht wert. Die Handschuhe und so, das ist alles kein Geld. Ich hoffe, sie hat unter 29,99 € gekostet. Falls das nicht der Fall ist, dann ist es auf jeden Fall das Geld nicht wert.
Sonst müsst ihr alle selbst entscheiden, ob es euer Geld wert ist. Eure Meinungen würden mich durchaus interessieren. Dafür sind die Kommentare da. Bis bald. Und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Max Herzberg. Wo ist denn jetzt dieser Knopf?